Hallo Freunde der gefiederten Gelbsucht, hier ist wieder euer Gubbel. Nein, hier ist natürlich euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir und ich habe keine Ahnung, was das hier ist überhaupt. Es hat ein kleines Update gegeben, ein kleines Update hat gestartet. Man hat jetzt natürlich gesehen, es sah schon wieder schwer nach Thanksgiving aus. Also quasi wieder der Lückenfüller zwischen Halloween und Winter-Weihnachten. Bin ja mal gespannt, was uns hier erwartet jetzt die nächsten paar Tage. Ich weiß noch gar nicht genau, wie. Ich habe mich nicht informiert. Das hat mich vorhin vollkommen überrascht, beziehungsweise heute Morgen, es ist jetzt schon nach Feierabend. Heute Morgen hat es mich überrascht. Und jetzt lasse ich mich weiterhin überraschen. Ich will nämlich wissen, was hier Masse ist. Wo bist du gewesen, Abe? Wir haben dich beim Pillentausch vermisst. Ich habe eine tolle neue Wohnung. Sie hat ein beruhigendes Leuchtstoffbrummen und einen luftdichten Deckel. Hört sich toll an. Ist da noch was frei? Nein, aber wenn wir Walt Disney auftauen, kannst du seine Kammer haben. Hä? Lass Grandpa in einer Kältekammer ruhen? Oh, jetzt wird so komisch. Plagegeisterpaket. Nein. Kackentränk. Hilfe! Scheiße, heute Morgen konnte ich noch Halloween Überraschungsboxen kaufen. Natürlich nicht mehr die mit King Homer. Die waren schon weg, aber die anderen konnte ich mir noch kaufen, die für 50 Donuts. Die sind jetzt natürlich auch weg, so ein Kack. Der große Tag naht. Hat jemand Lust auf drei leckere Vor-Thanksgiving-Truthähne? Oder wir runden einfach auf ein glattes Bäckerdutzend auf. Was ist denn Bäckerdutzend? Was sind das? Dann sechs oder was? Und ein Dutzend sind ja 12, aber was ist denn ein Bäckerdutzend? Ich habe keine Ahnung. Dad, bitte! Ich krieg schon PTVD, wenn ich nur an die ganzen Fleischberge denke. PTVD. Posttraumatische Vegetarier-Disease. Ich habe keine Ahnung, was weiß denn ich? Lisa, du weißt, ich... Du weißt, wie ich zu Akronymen stehe. IRSN. Ich raff sie nicht. Das steht für Pre-Thanksgiving Vegetarier-Depression. Ah, ich war gar nicht so schlecht. Die gibt es wirklich. Auch wenn sie nicht DSM klassifiziert ist. DSM? Was habe ich gerade über Akronyme gesagt? Lass Lisa ihre PTVD vermeiden. Na gut. 6 Sekunden. Ach. Sag mal, Lisa, du wirst ganz schön frech hier. Im Blutmobil sitzt der Vampir. Hallo? So geht das aber nicht. Was zum Geier ist das hier? Das Bild ist ja der Hammer, geil. Abe, okay, Grandpa in der Kältekammer. Komm her, mein alter Freund, mein zahnloser. Gedenk-Ape. Ich habe keine Ahnung. Erstmal muss ich Kohle einsammeln. Tut mir leid. Okay, tut mir nicht leid. Ich habe gelogen. So wie immer. Weil ich kein Mädchen bin. In einer Kältekammer rund 10 Stunden lang. Das ist ein Job, bei dem man draußen rumläuft. In der Kältekammer. Das muss ich mir nachher direkt mal angucken. Was haben wir hier? Lass Jasper in einer Kältekammer ruhen. Ey... Aber ich hab Jasper gar nicht. Das heißt was? Um die Aufgabe zu lösen, ernsthaft, brauche ich Jasper? Will mir EA so sagen, gib deine Donuts? Gib uns erst dein Geld und dann die Donuts wieder? Das ist eigentlich ein ganz schön dreistes Geschäftsmodell, gell? Erst wollen sie das Geld und dann wollen sie die Donuts auch wieder haben. Erst Geld für die Donuts verlangen und dann... Ja. Das hat gut gepasst eben. Akustisch. Ja gut, aber... Ach nee, Lisa kann ja hier noch. Sie ist aber immer noch... Das sind ganz schön lange 6 Sekunden. Das sind Dragon Ball Z 6 Sekunden. Der Kampf gegen Freezer hat auch nur 5 Minuten gedauert, ging aber über... lass mich lügen, ich weiß gar nicht. 6 Folgen? Oder irgend sowas? Und Freezer hat ständig wieder erzählt, ja, in 5 Minuten erreicht mein, ich weiß nicht, wie sein komischer Angriff, den er da gestartet hatte, hieß.
Ja, denn er erreicht dann den Planetenkern. Die haben ja auf Namek gekämpft, die zwei haben ja in den ersten Kampf, als Goku das erste Mal zum Super Saiyan geworden ist, haben sie ja auf Namek gekämpft. Deswegen ist Namek ja auch zerstört worden. Freezer hat Namek ja zerstört. Sein Angriff ist ja im Endeffekt dann auch wirklich im Planetenkern angekommen und hat den Planeten zerrupft. Aber halt nicht innerhalb von 5 Minuten, sondern es hat schon ein paar Stunden gedauert. Ja, aber cool, hier Lisa, was ist denn jetzt hier, sag mal? 6 Sekunden. Wo macht ihr das 6 Sekunden? Zu Hause oder was? Und dann hast du vergessen, wo sie wohnt. Kleine Troller. Lisa, 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 Lisa. Was mich so ein bisschen ärgert, ich kann nicht mal zu ihr springen, um zu gucken, wo die Kleine sich im Moment rumtreibt. Jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt. Und dabei kann sie nicht mal was dafür, sie hat nicht mal was getan. Und trotzdem hätte ich jetzt fast hätte ich sie beleidigt. Oh, Maggie kann ich machen. Sogar die dritte. Kudo wer? Los, husch. Ich wollte schon schreien, ich weiß, wo du bist, aber dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sie dann nicht finden werde. Es mag natürlich auch sein, dass es schon reicht, so zu tun, als würde ich sagen, dass ich weiß, wo sie ist, um sie trotzdem nicht zu finden. Fuck, ich kann sie hören. Da. Ja, ein gutes Öhrchen. Der Computerraum der Schule steht offen. Vielleicht ist der vernünftige und heilsame Einfluss des Internet jetzt genau das Richtige für mich. Des Internets würde das dann bitte heißen. Ey, mal ganz im Ernst, EA. Habt ihr keine Leute, die anständig Deutsch können? Zur Kontrolle nochmal durchlesen? Und Fehler beseitigen? Habt ihr so jemanden nicht oder was? Dann meldet euch mal bei mir. Ganz im Ernst. Das kann ja wohl nicht angehen. Ihr seid ein Millionen- oder Milliardenschwerer Konzern. Und ihr kriegt's nicht hin, deutsche Sätze zu schreiben, ohne dass da Fehler drin auftauchen. Also, naja. Ich weiß, ich bin Grammatik-Nazi, aber ich kann's nicht ändern. So bin ich halt eben. Wer bist du denn? Na, wenn das nicht mein kleiner Schützling ist. Die 0 zu meiner 11011. Aha. Quinn, was machst du denn hier? Ich nutze die Schulcomputer, um meinen Hackerangriff auf das Heimatschutzministerium zu verschleiern. Ich meine, nichts? Homeland Security, so. Du hast den Satz aber ziemlich weit zu Ende gesprochen, bevor du es dir anders überlegt hast. Da ist Maggie, ach ja, jetzt auf einmal kommst du auf die Idee, hey, da ist ja Maggie. Oh cool, juhu, 3 Donuts. Ja, wenn das so weitergeht, dann kann ich mir dieses komische, was war das hier, Senioren? Nee, nicht Senioren. Ach, keine Ahnung, dieses komische Ding mit Jasper, kann ich mir ja bald holen. Ich fühle mich jedes Jahr so hilflos. Wie bringt man die Leute nur dazu, weniger Fleisch zu essen? Ach, Lisa, wenn ich das wüsste, dann würde es mir besser gehen. Du könntest sie mit künstlichen Anreizen dazu anstiften, ihr Verhalten zu ändern. Wer würde denn auf sowas hereinfallen? Schon mal was von Gamifizierung gehört? Gamifizierung? Nee. Damit kriegst du Leute dazu, das zu tun, was du willst. Praktisch wie Waterboarding, wenn Waterboarding jedes Mal 99 Cent kosten würde. Waterboarding ist aber jetzt... Das ist eine Spur zu hart. Das wisst ihr schon, EA, ja? Also Waterboarding ist eine fiese, harte Foltermethode, bei dem man einen Lappen über den Mund gelegt bekommt, Mund und Nase, und dann wird da Wasser drüber geschüttet, sodass man nicht atmen kann anständig. Also das ist schon eine harte Nummer, das hier so abzutun mit 99 Cent und sowas. Finde ich schon ein kleines bisschen hart, aber was weiß ich schon. Thanksgiving? Nein, danke. Heureka! Lisa hat eine Idee für eine brandneue App. Meat is Poison, Slaughterhouse Express. Oh Gott, die armen Kühe. Die sehen aus, als wüssten sie, wohin es geht. Oder als hätte ihnen eben gerade jemand den Arm bis zum Ellenbogen oder bis zur Schulter in den Arsch geschoben. Aber, naja.
Verdirb es dir nicht mit dem Fleischrad. Die machen sonst Hackepeter aus dir. Ich ficke den scheiß Fleischrad. Sollen sie kommen, sollen Hackepeter aus mir machen. Können sie mal ausprobieren. Wollen wir mal gucken, wer am Schluss Hackepeter ist. Fleischrad. Fuku. Kann sie Springfield gamifizieren oder gamifizieren? Oder was soll das heißen? Und besser machen mit vielen 99-Cent-Käufen? Das ist bestimmt gamifizieren, soll das bestimmt heißen, oder? Damit sind diese In-Game-Zahlungsmethoden gemeint. Für 99 Cent kann man sich ja in allen möglichen Spielen allen möglichen Scheiße kaufen. Beende alle Quests vor dem 27. November und bekomme komplett neue Inhalt. Quinn Hopper will dir helfen, dein Quatschziel zu erreichen, Quatschziele zu erfinden. Hä? Wer ist Quinn Hopper und was sind Quatschziele? Ich will keine Quatschziele. Schon wieder? Verdiene Aktivistenabzeichen. Irgendwie ja verständlich, dass wenn es schon um Gamifizieren geht, dass ich auch für alle, die für jeden Scheiß auch Donuts ausgeben darf, jetzt hier direkt. Hey, kusch dir! Begrenzte Zeit. Krusty-Mantel. Fuchsmantel-Krusty. Deuce Caboose Chili Dogs. Oh, ich habe einen übersehen. Ah, hier ist noch einer. Thanksgiving Ballonpaket. Nein, danke schön. Nur ein paar Zeilen Code und meine Tofan-App für Fleischalternativen ist fertig. Oh, Lisa. Tofan? Oh Gott. Ich würde ja sagen, dass du die App etwas zu überhastet fertigstellst. Aber ich habe eh keinen richtigen Zeitbegriff. Jetzt brauchst du nur ein paar dumme Early Adapter, die App für dich Beta testen. Ja, so ist das mit Early Access. Wir zahlen sogar noch Geld dafür, Alphas zu testen. Früher sind die Spielestudios, die Programmierstudios sind früher losgegangen und haben den Leuten Geld geboten, um die Spiele Beta zu testen. Heute zahlen wir Geld dafür, dass wir die Alpha testen dürfen. Und die Beta. Mann, Mann. Wer würde denn für Umme eine halbgare App testen wollen? Höre ich halbgar? Halbgar klingt irgendwie nach Essen. Ich bin dabei. Überrascht mich. Das Zauberwort heißt Gamifizierung. Ich weiß, es klingt schauerlich. Also sagt den Leuten einfach, dass sie als Vorabnutzer ein paar Aktivistenabzeichen extra bekommen können. Aha. Belohnung Fleischreklametafel. Oh. Ja, sorry. Also wenn das hier so weitergeht, dann werdet ihr euch mit solchen Kommentaren und Geräuschen abfinden müssen, denn der eine oder andere mag es wissen. Und alle anderen erfahren es jetzt. Ich bin ein Veganer. Ja, seit etwa 5 Jahren lebt meine Familie, also meine Frau, mein Sohn und ich, vegan. Also noch ein bisschen härter als Lisa. Und deswegen Fleischreklametafel will ich gar nicht haben. Ich will diese Belohnung gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt ernsthaft im Überlegen, ob ich hier weiterspiele, weil ich will dieses Scheißding gar nicht haben. Aber es gibt bestimmt Prozente oder so. Ach, Kacke. Die Werbetrommel für Tofan. Oh Gott. Springfield an der Tofan-Beta teilnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal nur 5. Mit Sicherheit waren das jetzt die 5, die ich hier unten noch gebraucht habe. Verdiene Aktivistenabzeichen. Ich verdiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, okay, Lisa würde mir dann jetzt hier noch fehlen. Also ich könnte 7, das heißt, ich würde, was kriege ich? 10, also 70. Oh, muss ich sowieso 3 mal. Aber dann war es das ja jetzt schon wieder gewesen für mich. Ah ne, wir können hier nochmal schnell gucken. Also es gibt noch ein Outfit für Lisa. Dann gibt es eine Dekoration, von der keiner weiß, was es ist. Setzt die Geschichte fort, um diese Quest zu erreichen. Ja, leck mich doch am Arm. Gebäude und Deko. Oh, eine Animation für Homer und Bart. Na gut. Ja. Dann, ich habe ja hier noch Sündenbüßen. Mr. Burns, Mitarbeiter ausspionieren. Ich krieg da 6 Donuts für. Oder? Waren doch 6. 6. Preis. 6! Es gibt 6 zum Preis! Lass Ned für seine Sünden büßen. Komm her, Nedli, Diddli, Dudli, 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 Scheißeli. So ein Ficky-Fucky, ich hab's doch gewusst. So eine Scheiße.
Es ist doch immer das Gleiche. Wenn sowas kommt. Ich schicke immer die, die ich dann für irgendwas anderes bräuchte. Was denn jetzt? Achso, ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Komm, sag, du hast verloren und ich kann das nächste Rennen starten, um das auch wieder zu verlieren. So, du hast verloren, nächstes Rennen starten. Meine Go-Kart-Bahn. Achso, ich könnte dann jetzt hier nochmal... Ich erkläre das auch gerne nochmal. Ich werde immer wieder gefragt, woher hast du so viele Donuts? Oder warum baust du so viele Quickie-Märkte? Guckt euch das doch jetzt einfach mal an. Ihr habt ja gesehen, ich habe vorhin... Habe ich das schon aufgenommen, das Level Up. Also jetzt nicht das mit Maggie, sondern das davor. Hat schon Level Up beim Abklicken schon. Ich mache das, um zu leveln. Leveln kann ich ja nicht mehr, also mache ich das, um Donuts zu bekommen. Ich bekomme ja, wenn ich für jedes Level Up, das ich eigentlich hätte, bekomme ich ja die Möglichkeit auf 3 Donuts. Okay, jetzt hat es nicht mehr ganz gereicht. Normalerweise reicht es hier für 2 Runden. Aber da ich jetzt erst kurz vorher ja erst eine hatte, hat es jetzt halt nur für eine gereicht. Aber wenn ich jetzt den Rest von meinem Springfield noch abtippe, was ich ja jetzt noch tun werde, allerdings ohne euch, dann gibt es nochmal einen. Also ich bekomme pro Runde, die ich mache, ich schicke immer meine Jungs und Mädels, schicke ich immer 4 Stunden, außer ich weiß, ich gehe jetzt ins Bett oder ich muss arbeiten, dann schicke ich sie 8 Stunden, ansonsten schicke ich sie 4 Stunden. Die Quickie-Märkte dauern auch 4 Stunden. Und wenn ich mich dann nach 4 Stunden wieder einlogge, dann bekomme ich zwischen 2 und 3 Level-Ups. Also zwischen 6 und 9 Donuts. Und das alle 4 Stunden. So bekomme ich meine Donuts. Und deswegen baue ich so viel Quickie-Märkte. Das funktioniert auch mit den Blutmobilen und mit diesen Rattenfallen-LKWs. Aber die sind deutlich kostenintensiver. Die kosten, ich glaube, beide von diesen Dingern kosten, glaube ich, über 100.000 pro gebautem Ding hier für die Quickie-Märkte. Damit bin ich deutlich günstiger. Dafür bekommt man allerdings auch, eigentlich müsste man das mal durchrechnen. Ob man für die ganzen Quickie-Märkte im Verhältnis gesehen zumindest wirklich genauso viel oder sogar mehr bekommt. Oder ob es nicht effektiver wäre. Der Baumschnauz hat noch... Was? Moment. Schalter? Was Schalter? Bestienanimationen pausieren, aktivieren. Achso, das heißt, wenn ich hier den Schalter, dann laufen die auch so rum, obwohl ich sie nicht geschickt habe, oder was? Das ist ja auch geschickt. Gefickt eingeschädelt. Oh ja, aber jetzt muss ich so jedes Mal, jetzt muss ich mich hier durch so ein... Nein! Hä? Irgendwie... Bin ich jetzt irritiert? So, warte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, also... Im Moment laufen sie alle rum, Menschen. Schalter jetzt. Schalter. Ich schalte, aber es passiert nichts. Ich schalte nochmal, es passiert immer noch nichts. Das ist ja ein mordsmäßiger Schalter. Der ist ja... Ultra geil, der Schalter. Ich kann mich ja kaum beherrschen vor lauter Schaltgewalt. Der war nicht schlecht, oder? Schaltgewalt war gut, komm, seid ehrlich. Der war gar nicht mal so schlecht. Ja, eigentlich war ich schon wieder dabei, mich zu verabschieden. Ich denke, ich habe soweit alles getan, was ich hier habe tun können. Zumindest was dieses seltsame Thanksgiving-Anti-Tiere töten, wo ich eigentlich voll dafür bin. Event, nee, nicht Event, Update angeht. Ich denke, mehr wird es hier nicht geben. Ich kann jetzt allerdings versuchen, noch ein kleines bisschen zu labern, bis ich genug abgeklickt habe, um euch zu zeigen, dass ich noch ein drittes quasi Level-Up bekommen kann, könnte. Aber ich fürchte, ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viel, was ich noch abklicken kann. Wenn ich hier die Hilton schon sehe. Ja, sie heißt ja nicht Hilton, sie heißt ja, wie heißt sie? Ach, keine Ahnung. Wen interessiert's? Nee, ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe. Ich bin hier gleich. Bin hier gleich durch. Da ist schon Alaska, Nebraska. Gut. Aber ihr seht's ganz knapp. Hätte ich vorher, bevor ich angefangen habe zu zocken, ein bisschen mehr an Erfahrung, wäre der Erfahrungsbalken schon ein bisschen voller gewesen, hätte es jetzt halt natürlich dann auch noch für ein drittes gereicht. Deswegen sage ich 2 bis 3
Level-Ups pro Runde, alle 4 Stunden, wenn ich denn alle 4 Stunden mich einloggen kann. Daher kommen meine Donuts. Gut, dann würde ich jetzt sagen, war es das von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, achso, Donuts kommen natürlich auch noch von Maggie, ist ganz klar. Donuts kommen natürlich auch von sowas hier, auch ganz klar. Und Donuts kommen natürlich auch hier aus meiner. Nee, den muss ich hier zeigen. Aus meiner Mono, von meiner Monorailbahn. Ja, ihr seht, hier habe ich schon nur noch die 5 Streckenabschnitte. Die nächste sind dann schon wieder 5 Streckenabschnitte und 5 Donuts. Und von daher, so komme ich zu meinen Donuts. Jetzt könnt ihr hier quasi fast noch live zugucken, hoffentlich, wie ich mir hier wenigstens die 5, ja, genau. Und dann habe ich schon als nächstes 5 Streckenabschnitte plus 5 Donuts. Und da das Ganze jetzt nicht mal mehr zeitbegrenzt ist, geht das eigentlich ganz gut. Ihr seht's, mir fehlen jetzt hier nur noch 4.500, ein bisschen mehr als 4.500. Und ich bekomme schon wieder 5 Donuts. Also, so leicht kann es gehen. Jetzt schicke ich alle 4 Stunden. Warum will Apu nicht? Tofu-Beta? Tofu-Beta? Okay, ich kann natürlich auch noch ein paar Leute zur Tofu-Beta schicken. Nee, hier nicht. Gut, dann würde ich jetzt sagen, nee, hier nicht. Dann würde ich jetzt sagen, war es das jetzt von mir für diese Runde wirklich? Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie ihr euren EA nickt zum Beispiel. Dann können die Leute euch in ihre Nachbarschaft aufnehmen. Oder wenn ihr Bock habt noch auf neue Nachbarn, geht einfach in meinen Videos unter meinen Videos in die Kommentare so rum. Da schreiben auch schon viele Leute ihren EA nick rein, die könnt ihr dann einladen. Und so bekommt jeder neue Nachbarn. Ist ja das, was wir alle wollen. Hilft, gibt, Geld gibt. Wer auch immer diese Freundesquests noch nicht alle durch hat, kann sich da natürlich auch noch dann gütlich dran tun. Mutieren, das ist echt scheiße. Jetzt ist er da hinten versteckt. Okay, er wird ja zum grünen Bart. Gut. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.